heute begrüße ich als Gesprächspartner Herrn Rechtsanwalt Ziutz. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Sie sind selbstständiger Rechtsanwalt, waren früher angestellter Rechtsanwalt in der zentralen Rechtsabteilung bei Siemens. Wir haben uns kennengelernt über Hans Kuttlich, hier Lehrstuhlinhaber auch für Rechtsphilosophie. Und Sie haben heute über Legal Design, ein besserer Zugang zum Recht, referiert. Hochinteressant. Sagen Sie uns, was ist Legal Design? Ja, leider ist es nicht ganz einfach greifbar. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir das als Veranstaltung hier aufgenommen haben und jetzt hier auch sitzen. Legal Design ist ein Strauß eigentlich von unterschiedlichen Methoden, die man vielleicht böse sagen könnte, sich zusammengeklaut hat. Wir inspirieren uns neuerdings als Juristen in anderen Bereichen, unter anderem im Design, wo es schon relativ früh Methodiken gab, um einerseits natürlich visuell zu gestalten, das wäre so der Klassiker, an den man denkt, aber auch einen Designprozess zu benutzen, um in einem strukturierten Verfahren beispielsweise ein Service Design, also eine Dienstleistung, besser zu gestalten, sodass der Kunde mehr damit anfangen kann. Sie haben ja einen unglaublich guten Überblick über die Legal Tech-Szene. Also Sie sind der mit dem besten Überblick, den ich kenne. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir hier gemeinsam was machen. Der Punkt ist, wir haben das auch kurz besprochen, wir beide haben offensichtlich am Anfang das Design unterschätzt. Der Jurist neigt ja dazu, sozusagen Design gering zu schätzen und den Inhalt zu bewerten. Aber wir sind eines Besseren belehrt worden. Was ist der Witz? Ja? Warum ist das doch so bedeutsam? Es ist natürlich schon mal ganz menschlich, wir hatten es vorhin in der Veranstaltung ja, wenn der Korrektor die 30. Klausur liest und immer einen langen Schachtelsatz liest, hat er keine Lust mehr. Das geht uns nicht nur in der Klausur so, sondern das geht uns überall so. Ein Kollege aus dem Geschäft, noch vor Siemens, als ich nämlich bei Osram, meinte mal, der Text, den ihr mir hier, das Dokument, was ihr mir hier präsentiert, ist ja so lang, so viele Seiten, nur Text, keine Bilder, noch nicht einmal Zahlen. Wir schaffen es damit schon mal eine Hürde gespürt zu haben, aber wir können auch unterschiedliche kognitive Systeme natürlich ansprechen, wenn wir nicht nur Text haben, sondern das unterstützen. Wenn wir es optisch strukturieren, machen wir auch den Lesefluss zum Beispiel schneller. Ja, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und da haben Sie mich sozusagen draufgebracht mit dem Thema Legal Design, es gibt verschiedene Notare hier natürlich, die Erbrecht beraten. Jeder Notar kann hier zum Erbrecht was sagen. Manche Notare sind so glücklich mit dem Erbrecht, dass wenn der Mandant kommt und er rechtliche Fragen hat, ein Feuerwerk entzündet wird und dann geht der Mandant mit einer extrem komplizierten erbrechtlichen Urkunde, einem Erbvertrag nach Hause und zwei Jahre später ruft er dann zum Beispiel, wenn wir Glück haben, bei uns an und sagt, also ich weiß gar nicht mehr, was da drin steht. So gesehen habe ich gelernt, wir müssen unsere Urkunden juristisch natürlich richtig, aber eben auch so formulieren, dass der Bürger dann auch weiß und nachlesen kann, wie ist die Lösung jetzt, die er bekommen hat. Also das ist für mich so das Legal Design, das Produktdesign, das Produkt. Ein Vertrag muss verstehbar sein, auch für den Nichtjuristen. Das hört sich so ähnlich an, wie das passiert. Genau, das ist so. Und das Legal Design und der Designer stellt an sich auch den Menschen in den Vordergrund. Und deswegen ist das, denke ich, auch so. Also, wie Sie sagen. Also wir wollen es so machen, dass der Kunde möglichst viel damit machen kann. Und das kann sowohl im Service sein, aber eben auch bei einem Produkt. Ah ja. Und ein Beispiel für Service Design, also sozusagen Legal Service Design, was ja dann Legal Design wäre? Das wäre beispielsweise die Interaktion, die unser Mandant, also Ihrer oder meiner, in der Kanzlei erfährt. Also beispielsweise fängt es ganz salopp damit an, man kommt rein, wo steht der Empfang, laufe ich gegen eine Wand, sitzt da jemand, der mich freundlich begrüßt oder sitzt da jemand, der so vor dem Computer sitzt und dann muss mich der Mandant ansprechen, guten Tag, und dann, ach, guten Tag, Sie sind auch da, das wäre zum Beispiel schlechtes Service Design. Sehr gut, ja. So gesehen ist es ein sehr breites Feld und wir haben natürlich als die Leute, die Legal Design dann praktizieren, die Aufgabe herauszufinden, wo ist der höchste Handlungsbedarf. Aber beraten Sie dann tatsächlich zu solchen Legal Service Design Fragen? Gehen Sie zu Mandanten und... Ich würde da nicht Mandant, sondern Kunde, wenn sagen. Ah ja, es wäre auch das wahrscheinlich keine rechtliche Beratung, wenngleich auch aus der persönlichen geistigen Fähigkeit, wenn man jetzt das Finanzamt anschaut. Ich habe tatsächlich mal mit Steuerberatern einen Design Thinking Workshop gemacht, die ihre Mandanteninteraktion besser machen wollten und vor allem noch mehr Mehrwert inhaltlich schaffen wollten und da überlegt haben, was können sie für Angebote machen, entweder im Service oder vermutlich eher im Produktdesign.
primär mache ich's, nutze ich es für mich selber, für meine anwaltliche Tätigkeit. Ah, okay. Sie haben ja auch Beispiele gebracht hier mit einem Steuerbescheid. Sie haben Ihren eigenen Steuerbescheid gezeigt und haben da gezeigt, wie die Schachtelsätze sozusagen schlechtes Design sind. Ja. Das wäre auch so ein Beispiel. Genau, das wäre auch ein Beispiel. Und ein Beispiel, das wir auch als Juristen relativ schnell angehen können. Was sich da anbietet, ist erstmal zu markieren visuell, wo sind überhaupt, was ist ein Satz, und vielleicht dann Farben zu nehmen und beispielsweise Einschübe zu markieren. Also die deutsche Sprache macht es uns leider etwas schwieriger, einfach zu formulieren, dadurch, dass wir manchmal ja das Prädikat aufteilen nach vorne und hinten. Dann haben wir dazwischen einen Einschub. Das hilft tatsächlich, das einfach farblich zu markieren, und dann kann man auch schauen, dass man diesen Satz vereinfacht. Ein weiteres Beispiel, was man sagen kann, um zu belegen, dass man Design, Legal Design, Ihr Thema überhaupt nicht unterschätzen darf, ist, dass viele Tools der Legal Tech Szene, wie hier Vertragsprüfungstools wie Leverton zum Beispiel und auch zum Beispiel das, was bei Siemens zum Teil verwendet wird, wo sozusagen der Nutzer mit den Oberflächen bestimmte Vertragsprüfungen halbautomatisiert durchführen kann. Das lebt davon, dass viele Juristen dasselbe Tool benutzen, damit das Know-how in der Rechtsabteilung, das auf 100 menschliche Köpfe verteilt ist, in einem Tool gebündelt ist. Das könnte doch auch ein Anwendungsfall von Legal Design sein. In der Tat, also ich denke, wir sind da im Bereich des Produktdesign wieder. In dem Fall jetzt nicht das Produktdesign auf das Rechtsprodukt, sondern das Produktdesign auf unser Werkzeug, um am Ende das Werkzeug in die Breite zu kriegen. Und in der Tat leben die ganzen Ansätze, je mehr wir die verteilen, desto besser werden sie natürlich. Das heißt, es gibt Produktdesign, Legal Service Design, Werkzeugdesign, also es gibt verschiedene Designs, die beachtlich sind. Ja. In der Tat. Interessant ist auch, Sie haben ein Beispiel gebracht mit Plantagenarbeitern. Was war da der Witz? Ja. Der Witz war, dass man festgestellt hat, die Plantage, also der Arbeitgeber, hat Probleme mit seinen Kunden, weil man gewisse Vereinbarungen mit den Kunden immer wieder reißt. Und das Problem, das das auslöste, wurde zurückgeführt darauf, dass die Arbeiter sich nicht so verhalten, wie man sich das wünscht. Also sie haben sich nicht ausreichend krank gemeldet, haben irgendwelche Regularien nicht eingehalten, und man hat dann überlegt, wie geht man dran, und hat gesagt, naja, wir müssen die verpflichten, das zu tun. Das übliche Ansinnen, das man dann als Geschäftsherr hat an der Stelle. Es wurde ein Vertrag geschrieben und es wurden alle genötigt, sozusagen zu unterschreiben, und man hat festgestellt, es ändert sich aber nichts. Man kam irgendwann im Laufe des Prozesses darauf, dass ein Problem sein könnte, dass die Arbeiter weitgehend Analphabeten sind und sie vielleicht den Vertrag nicht verstehen, und hatte dann die Idee, vielleicht könnten wir den Vertrag bildlich übersetzen in einen Comic-Vertrag, und siehe da, es funktionierte besser. Man hat dann in Bildern erklärt, wie sind die Zusammenhänge, mit kleinem Texteinschub, der aber so kurz war, dass man, was Sie schon fürs Notariat ansprachen, den sehr schnell vorlesen kann, und so auch das mit Bild und Text gemeinsam den Leuten leichter erklären kann. Das ist interessant. Also wir haben Verträge, die wie Comics sozusagen gestaltet sind. Aber das heißt, der Comicstrip ist dann tatsächlich der Vertrag. Genau, der Comicstrip ist der Vertrag und wird tatsächlich unterschrieben auf jeder Seite, was vielleicht auch bei den Leuten dann nur ein XX ist, mit dem Anspruch, das vielleicht sogar so zu erzählen, wie es ein Kind verstehen würde. Aber das heißt, würde der Vertrag notleidend werden und vor Gericht landen, dann müsste der Richter auf Basis dieses Comicstrips, das ja der Vertrag ist, entscheiden. Genau, so wäre es. Also wenn wir das jetzt in Deutschland hätten, müsste meinem Verständnis, wenn ich die Paragraphen richtig im Kopf habe, 133, 157 BGB der Richter zu Rate ziehen, die Auslegungsparagraphen sagen, was haben die Parteien wohl gemeint mit dem Comic. Aber dann würde sozusagen die Auslegung, die klassischen Auslegungskriterien, Wortlaut, Teleologie, Systematik und Geschichte, Historie, würden dann auf Bilder angewendet und nicht auf Worte. Genau, die würden auf Bilder angewendet. Die spannende Frage ist natürlich, sind die so unterschiedlich, wenn wir das jetzt theoretisch ergründen? Im Grunde sind es Zeichen für, ja, die klassische Lehre würde sagen, semantische Bedeutung. Und die Frage ist, welche Bedeutung tragen die Bilder, tragen die Wortzeichen? Das ist das gleiche methodische Problem. Ja, das sehe ich auch so. Die Frage ist beurkundungsrechtlich, ich kann auf Bilder verweisen, ich muss Texte vorlesen. Die Frage ist ungeklärt, würde ich mal sagen, ob ein Comicstrip ein tauglicher Kaufvertrag sein kann, wenn die Beurkundungspflicht herrscht. Das klassische Gesetz des Beurkundungsverfahrens sieht natürlich vor, wenn einer nicht lesen kann,
dann muss es natürlich trotzdem verlesen werden und er muss sozusagen notfalls einen Zeugen beiziehen als Urkundsbeteiligter oder der Notar muss es erklären. Das ist interessant, der Comicstrip ersetzt die notarielle sozusagen Aufklärung. Das ist eine spannende Frage, die uns wieder, die auch den Bogen dann zum Legal Tech, das ja das übergreifende Thema ist, wahrscheinlich bringt, weil wir über an ganz vielen Stellen, wo wir neue Dinge machen, natürlich in die Frage kommen, funktionieren die bestehenden Regularien oder müssen wir da Anpassungen machen? Und es ist natürlich interessant, wenn ich das so sagen darf, dass sich hier herauskristallisiert. Einerseits hatten wir hier schon Experten und Vorträge über Blockchain und Code, Programmcode und die sozusagen Freunde des regelbasierten Denkens und die Anhänger der regelbasierten juristischen Methode würden sagen, wir müssen Verträge eigentlich als Smart Contracts, als Programmcode niederlegen. Dann wäre sozusagen das das eine Ende des Kontinuums, während Ihre Vorschläge, ein Comicstrip in Bildern, das andere Ende des Kontinuums wäre. Und irgendwo dazwischen bewegt sich das Recht. In der Tat, und es ist spannend, was dann auch passiert. Zu den Blockchain-Verträgen gab es einmal einen spannenden Fall. Es wurde versucht, so eine Art Gesellschaftsrecht auf der Blockchain zu machen, die Digital Autonomous Organization. Und dort hat jemand einen Fehler entdeckt, ausgenutzt und viel Geld daraus abgezogen. Und dann hat plötzlich die Community, also die Mehrzahl der Nutzer gesagt, das wollen wir nicht und den Code geändert, was aber entgegen der ursprünglichen Vereinbarung war. Es wurde dann salopp kommentiert, die Blockchain hat jetzt auch ihren Richter gefunden. Ob das so richtig ist, sollten wir vielleicht nochmal theoretisch ergründen. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr interessant. Was ist Recht und wie wird es niedergelegt und formuliert? Durch Bilder, Comicstrips, durch Programmcode oder wie bisher in natürlicher Sprache? Vielen Dank. Vielen Dank.